Jede Faser meines Körpers lehnt das ab und ich kriege diesen Fluchtinstinkt sofort. Nee, das riecht nach pubertierenden Jungs. Unerträglich, unerträglich. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Mein Säckchen ist gefüllt, beziehungsweise die Kiste. Der Monat ist vorbei. Ich habe einige Sachen aufgebraucht und hier sind ein paar Produkte drin, vor denen ich euch warnen muss. Hier sind ein paar Produkte dabei, die ich euch von ganzem Herzen empfehlen kann. Und wir werden schauen, was ich hier für euch aufgebraucht habe. Wir starten auch direkt mit einem riesengroßen Fail. Gott sei Dank habe ich ihn nicht gekauft. Und das ist das hier. Das ist der gut und günstig Allzweckreiniger. Den haben wir mitgekauft, als wir dieses Haus gekauft haben. Und ich bin ehrlich, eklig. Nicht nur der Geruch, das riecht so, wenn ihr auf einer öffentlichen Toilette seid. Da riecht es immer nach diesem Reinigungsmittel. Und ich glaube, das ist das. Ganz, ganz schrecklich. Ist von Edeka, hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Ich habe es aber aufgebraucht. Und allein die Farbe sieht so hochgradig gefährlich aus, dass ich mir gedacht habe, m-m, das muss nicht sein. Deswegen ist der weg. Ich habe mittlerweile den Orangenreiniger von Frosch. Der riecht toll. Der ist nicht so aggressiv für die Böden. Der ist nicht so aggressiv für die kleinen Kater. Das ist meine Hauptsorge, dass ich Reinigungsmittel benutze, die ganz, ganz, ganz gefährlich. Also, natürlich wird alles nicht gut sein für die Tiere, aber ich habe ein besseres Gefühl bei Frosch, weil es nicht so ätzend für mich schon ist. Wie soll es denn für diese kleine arme Katzennase sein? Ein Produkt, was ich aufgebraucht habe und endlich wieder nachgekauft habe, ist das hier. Das ist das Coty Airspun Loose Face Powder. Das sind 65 Gramm. Ich wollte mal schauen, wann ich das letzte Mal gekauft habe. Das muss schon Ewigkeiten her sein. Hier ist mittlerweile die neue. Ich habe mich diesmal, was heißt entschieden, so viel Auswahl hat man ja leider nicht bei Amazon bei dem Produkt, das Translucent Extra Coverage. Aufgebraucht hatte ich das Naturally Neutral. Gefallen mir beide gleich gut. Also man sieht nicht so einen großen Unterschied. Ich gucke mal, wann ich das gekauft habe. Wahnsinn. Am 6.01.2022 habe ich das gekauft. Am 6.01.2022. Das heißt, es hat fast 2 Jahre gehalten und ich benutze es fast jeden Tag. Das ist Wahnsinn. Davor habe ich es gekauft 2018. Also, ihr merkt es. Ich habe viel Produkt davon benutzt, aber es hält halt einfach Ewigkeiten. Größte Empfehlung verlinke ich euch unten. Gibt es nämlich nur bei Amazon. Wir haben den ersten Flop. Und auch das, ich bin eine Geruchsmaus. Das wisst ihr mittlerweile. Ich liebe es, wenn etwas gut riecht oder wenn etwas. Es soll halt alles. Ich mag diese komplette Experience. Ich möchte ein schönes Gefühl haben. Ich möchte einen schönen Geruch haben. Und ich habe hier diese Deep Sea Hydration Maske von John Frieda gehabt. Ein bisschen ist noch was drin. Es riecht erst nach Friseurladen und dann riecht es nach Urin. Es ist unerträglich. Vor allem, wenn du es auf den Haaren hast. Und ich habe ja Gott sei Dank kurze Haare, das heißt, ich rieche nicht so viel. Aber ich stelle mir vor, wenn du lange Haare hast und die irgendwie hier an die Seite über ein Handtuch legst und die ganze Zeit, das sollst du ja so lange es geht irgendwie drauf lassen, und es die ganze Zeit nach Urin riecht. Unerträglich, unerträglich. Und dabei ist das Pflegegefühl halt einfach wirklich nicht gut gewesen. Deswegen, ich habe es jetzt aufgebraucht. Das konnte jetzt weg. Deswegen, nein, danke. Ich bin ein bisschen traurig. Das ist mittlerweile das vierte, glaube ich, was ich aufgebraucht habe. Und ich kriege jeden Tag von euch Nachrichten. Maxim, was soll ich denn jetzt ohne das Spray machen? Ich weiß es nicht. Ich habe leider auch keine mehr. Also ich habe, glaube ich, noch die auf dem Aufsteller sind, aber der Aufsteller muss ja komplett bleiben. Ich habe schon überlegt, ob ich es vielleicht umgieße, dass ich dann da leere Flaschen habe, aber es ist ja auch nicht die Lösung. Deswegen, ich weiß es nicht, ob es nochmal nachkommt. Also mit mir zumindest nicht. Vielleicht bringt Rivalas es auch dieses Mal wieder ohne mich raus und stellt es dann in das Standardsortiment. Das kann natürlich sein. Das weiß ich aber Stand heute leider nicht. Etwas, was mir überraschenderweise sehr gut gefallen hat, das habe ich von Neonail bekommen, als ich den Neonail-Livestream hatte. Ich habe mit Neonail ja nicht viel zu tun, ne? Ich habe ja eher Neo Make-up. Und sie haben mir die Vitamin Cocktail Moisturizing Hand Cream gegeben. Die riecht sehr, 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 sehr gut. Sie ist stark parfümiert, ist mir bei einer Handcreme aber recht. Ne, da kommt nichts mehr raus. Die riecht nach Apfel, die riecht nach grünem Apfel. Ganz, 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 ganz toll, wirklich schön an den Fingernägeln gewesen.
Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich habe aber im Moment sehr, sehr viele offene Handcremes hier rumfliegen. Deswegen kaufe ich sie jetzt gerade nicht nach. Aber wenn ihr mal bei Neonail bestellt oder so, vielleicht gibt es sie sogar in der Neonail-Theke, das weiß ich nicht. Probiert die mal aus. Die riecht sehr gut, wenn ihr dieses frische Gefühl mochtet. Im Frühling war das schön. Etwas, was ich jetzt ausgekippt habe, war das hier. Das war die Isana Aloha Hawaii Tropisches Dufterlebnis Body Fragrance. Ich weiß nicht warum. Ich kaufe keine Body Fragrances mehr. Das ist für mich ehrlich gesagt Geldverschwendung, weil es ist recht austrocknend auf der Haut. Was ich damit jetzt gemacht habe, ist, ich habe die Handtücher beispielsweise eingesprüht oder ich habe es mal so in den Raum gesprüht. Das war mir aber ehrlich gesagt jetzt dann auf Dauer auch ein bisschen zu süß. Deswegen habe ich dann den Rest, der da drin war, weggemacht. Und ich meine sogar, dass das nicht von diesem Jahr war, sondern von letztem Jahr. Deswegen durfte das jetzt weg. Weiß ich nicht. Also ich bin eher ein Freund von Body Lotions in dem Duft des Parfums, was man trägt oder was dazu passend ist. So wie beispielsweise, wenn ich jetzt hier. Das hier von Zara, Vanilla Vibration. Love it. Sprühe ich manchmal random in den Raum, weil es einfach toll riecht. Und wenn ich weiß, ich möchte heute nach Vanille riechen, dann nehme ich eine Vanille Body Lotion. Dann nehme ich erst das Parfum vielleicht für. Ich stell mich immer vor, ich laufe durch eine Menschenmenge. Und die Leute hinter mir sollen was riechen, aber die Leute vor mir und an den Seiten sollen auch was riechen. Das heißt, so einen Duft würde ich vielleicht eher an meinen Rücken sprühen oder auf die Klamotten, auf meiner Haut, dann anderen Duft, dass es so ein Dufterlebnis wird. Ich weiß es ein bisschen. Ist ein bisschen viel. Apropos Dufterlebnis, das hatte ich euch erzählt, habe ich mir die neue Version gekauft. Das ist aus der Isana Sense of Harmony Reihe. War im letzten Jahr, glaube ich, oder sogar im vorletzten Jahr auf dem Trend Tower von Isana. Hat mir gut gefallen, hat jetzt nicht die krasseste Pflegewirkung gehabt, kommt jetzt auch nichts mehr mit raus, ein ganz kleines bisschen ist noch mit drin, roch aber ganz gut, hatte so ein bisschen was von, na ja, jetzt auch nicht mehr so, so ein bisschen was von Zimt und Bratapfel. Heißt es Bratapfel oder gebratener Apfel? Nee, Bratapfel, oder? Ihr wisst, was ich meine. Es freut mich immer, immer wieder, wie viele Mäuse ich von euch mit diesem Mäuschen hier angesteckt habe. Falls ihr dieses Produkt noch nicht kennt. Hallo, ich bin Maxim und ich kaufe mir das L'Oreal Man Expert Barber Club Deo nicht nur als Deo, sondern auch als Raumduft oder als Duft für zwischendurch oder um einfach mal so kurz dran zu riechen, weil es nichts Verführerischeres gibt als dieses Produkt hier. Ich würde gerne euer Feedback hören. Viele haben das gekauft, nachdem ich gesagt habe, wenn das euer Mann trägt, ich garantiere für nichts. Also nicht von mir, aber für euch. Dieses Ding, liebes L'Oreal-Team, ich habe mittlerweile, glaube ich, 40 von diesen Dingern aufgebraucht. Call me, please. Ich möchte einen Live-Vorrat davon haben. Es ist unglaublich. Die Deo-Wirkung ist okay. Ich nehme es eher, das nehme ich als Bodyspray. Oder einfach nur mal so, zum Auffrischen. Wenn ich gehe meistens abends duschen und morgens, wenn ich dann aber irgendwie los muss, dann will ich mich nochmal frisch fühlen. Einfach eingesprüht. Halleluja, dieses Ding, ne? Das ist schon nice. Dazu, was auch sehr gut ist, was extrem krass schützt, ist das hier. Das ist das 48 Stunden Nonstop-Trockenschutz mit Cooling-Effekt. Ja, Cooling-Effekt war jetzt vielleicht nicht so der Cooling-Effekt, aber das hat wirklich, also ne, da brauchst du, müsstest du eine Woche lang nicht duschen gehen, du riechst nicht. Und die Kombination. Freunde, fangt an, Produkte miteinander zu kombinieren. Nehmt euch das Beste aus allen und gleicht die Nachteile des anderen Produktes aus. Das riecht halt wie. Ja, das riecht halt nach Umkleidekabine von Adidas. Vom dritten FC Kaiserslautern, keine Ahnung. Nee, das riecht nach pubertierenden Jungs. Das hier riecht nach erwachsenem Holzfäller. Ich habe ein Spray aufgebraucht. Das war das La Roche-Posay Eau Thermale Sensible. Ich hatte das damals so ein bisschen in den Raum gestellt, dass ich die Wirkung in Frage gestellt habe. Ich habe das jetzt aufgebraucht. Ich habe jetzt hier das von Avène. Ich glaube, das gefällt mir vielleicht ein Stückchen besser, weil hier einfach mehr drin ist und der Sprühnebel feiner ist. Ich habe das Gefühl, dass es meine Haut beruhigt. Ich werde ja sehr schnell rot. Ne? Ich kriege ja immer hier rote Flecken auf dem Hals. Wenn ich mich absch wenn ich, ich muss mich nur im Gesicht berühren, dann kriege ich rote Flecken. Und sobald ich so ein Thermalwasser raufmache, habe ich das Gefühl, dass es schneller weggeht. Deswegen war das völlig in Ordnung. Und es ist was anderes wirklich als diese Dinger hier. Die nehme ich maximal, um den Pinsel nass zu machen. Das würde ich mir nicht ins Gesicht sprühen. Ich weiß nicht, warum. Das ist, glaube ich, rein psychologisch. Hat sehr, sehr gut geklappt. La Roche-Posay und Avène Apotheker.
Apropos ins Gesicht sprühen, habe ich euch, glaube ich, ein Video auf TikTok hochgeladen. Ist das hier das One Size Until Dawn Mattifying Waterproof Setting Spray? Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass das ein wahnsinnig gutes Produkt ist. Ich halte es nicht aus. Das ist im Prinzip Haarspray. Das ist Haarspray für euer Gesicht. Ich weiß, ich habe das früher auch gemacht, als ich noch nicht so viel Ahnung von Make-up hatte. Ich habe mein Make-up mit Haarspray fixiert. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Und das gibt mir Haarspray-Vibes. Nicht nur, dass es riecht wie Haarspray, es fühlt sich auch an wie Haarspray. Es fixiert das Make-up gut. Also das ist ein Produkt, das würde ich bei meiner Hochzeit tragen. Weil ich weiß, da kann ich ins Meer fallen und das Make-up ist drauf. Aber für den Alltag ist mir das viel zu intensiv. Es brennt in den Augen, es juckt in der Nase, es klebt. Vor allem, wenn du Bart hast, schwierig. Als Haarspray könnte es wahrscheinlich sogar funktionieren. Deswegen, das ist leider für mich ein Fail gewesen. Obwohl ich den Effekt sehr, sehr gut mag. Aber man muss halt Pro und Contra immer so ein bisschen abwägen. Wir haben viele Flops hier heute. Also bleibt gespannt. Wir machen direkt weiter hiermit. Isana, Sweet as a Peach, 2-in-1 Body Schaum und Body Lotion, fliegender Ölkomplex aus Mandel- und Pfirsichkern, furchtbar. Ganz, 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 ganz schlimm. Nicht nur, dass es unglaublich schmierig auf der Haut ist, der Geruch, es riecht einfach nur künstlich und ich habe auch hier, das soll bitte nicht abgehoben klingen, aber ich glaube, wenn ich den Satz beende, dann versteht ihr das. Das Ding hat vielleicht 2,99 € gekostet. Ich habe mich 4 Wochen lang darüber geärgert und habe es nicht mal ganz aufgebraucht. Hätte ich 3,19 € ausgegeben, 20 Cent mehr, hätte ich ein anderes Duschgel bekommen, was mir besser gefällt und wo ich Freude gehabt hätte und hätte auch mehr aus dem Produkt rausgeholt. Weil erstmal, das schäumt nicht, den pflegenden Aspekt hatte ich auch nicht und sobald du auf eine Stelle kommst, wo du dich vielleicht rasiert hast oder, ne, es brennt. Es brennt. Und das hat mir wirklich leider gar nicht gefallen. Deswegen auch hier würde ich so ein bisschen Abstand von nehmen. Aber das habe ich die Erfahrung nicht nur von Isana, sondern von allen Duschschäumen. Ich habe noch keinen, nicht mal Bilou, keinen einzigen Duschschaum gehabt, der schön war. Das war wirklich eher wie so eine Creme. Ein Produkt, was ich immer wieder nachkaufe und auch immer wieder selber benutze. Andersrum, was ich immer benutze und immer wieder auch selber nachkaufe, ist die Maske von Yepoda, die The Timeless Moment Maske. Mit Peptiden und Bärenkomplex. Sehr, sehr gut, gerade wenn es ein langer Tag war. Ich war jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viel unterwegs und war in der Stadt. Montags in Frankfurt, dienstags war ich in Berlin, mittwochs war ich aber schon wieder in München und donnerstags war ich in London und eine Woche vorher war ich in Amsterdam und durch dieses viele Reisen, man sieht mir das immer an meiner Haut an, wenn ich viel zu Hause bin, hier auf dem Land, gute Luft, gutes Essen. Ich kann besser kontrollieren, was ich trinke, was ich esse, wie meine Hautpflegeroutine ist, weil ich hier natürlich viel, viel mehr Produkte habe als in meiner kleinen Waschtasche, wenn ich unterwegs bin. Merke ich, dass meine Haut sehr beansprucht ist und dann nehme ich diese hier sehr gerne. Funktioniert sehr, sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das hier. Das war von Typology. Der Toner mit Niacinamid und Rosenextrakt. Ein sehr, sehr schöner, beruhigender Toner. Nicht so aggressiv. Habe ich immer so ein bisschen in die Hand gegeben. Roch auch ganz gut nach Rose. Also wenn ihr so diesen Rosenextrakt, wie heißt es, Rosenwasser von Rosens, diesen Geruch gerne mögt, probiert das mal aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich. Ich bin diese Woche, glaube ich, wenn ihr das Video seht, vielleicht war ich schon da, mit Typology in Paris auf dem Event. Und freue mich einfach, Sachen kennenzulernen. Das ist kein bezahltes Event, sondern es ist ein Event einfach, um die Marke ein bisschen besser kennenzulernen. Und das kann man mit der Brand selber immer am besten. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Vielleicht habt ihr sogar schon etwas davon gesehen. Ein Produkt, was ich jetzt nicht so bombastisch gut fand, war das MAC Fix Plus. Meine Meinung, MAC ist völlig überbewertet. Wenn MAC nicht endlich mal mit was Krassem rauskommt, dann weiß ich nicht. Also MAC wird nicht pleite gehen, natürlich nicht. Aber es ist so selten, dass mich davon etwas anlacht. Die Stack-Mascara, die war ziemlich spektakulär. Die Foundation hat mich persönlich enttäuscht, aber ich weiß, dass viele sie feiern. Und diese Fix-Plus-Produkte, weiß ich nicht. Ist einfach völlig überteuert für ein bisschen Wasser mit Glycerin. Ne? Also gut, hier ist noch Vitamin C drin. Würde ich jetzt persönlich aber nicht kaufen. Das hier, Nimia Fixing Spray, viele Fixing Sprays, ist immer noch ein bisschen was drin. Hier ist das Problem, das Finish ist unglaublich. Ein Glow, ein
Das ist das krasseste Glowy Fixing Spray, was ich kenne. Aber der Geruch, ich habe es nur gekauft, um es auszuhalten irgendwie. Es ist nicht erträglich. Niki Tutorials, please. Don't put fragrance here. This is so ein gutes Produkt. Please don't. Please don't, wirklich. Es ist nicht auszuhalten. Also, Duftkerze vielleicht, aber nicht als Fixing Spray, weil bei meinem Fixing Spray war ja auch ein bisschen Duft mit drin. Aber der ist nach ein paar Minuten weg. Du riechst dieses Ding, riechst du. Es sei denn, du hast etwas an, sprühst es auf, steckst dir dann irgendwas in die Nase, dass du nichts mehr riechst. Geht gar nicht. Geht wirklich, wirklich gar nicht, obwohl ich dieses Produkt so liebe. Und das macht mich wirklich traurig. Aber nun gut, man kann nicht alles haben. Wir haben mein Trusty Haarspray. Ich kaufe nichts mehr anderes außer das. Es ist einfach das Beste. Es hält, es ist preiseffizient. Es ist sehr, 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 sehr gut. Habe ich euch schon hunderte Male gezeigt. Sieht auch schon echt abgeschrubbt aus, ne? Und ich habe hier das eine Probe, ich weiß gar nicht mehr, wo die drin war, von Barbour, die Clean Performance Clay Multi Cleanser. Fand ich sehr, sehr gut, hat mich sehr interessiert, hat mich motiviert, mich mehr mit Barbour auseinanderzusetzen. Das war nämlich ein Tonerde-Reiniger und gleichzeitig eine Maske. Und du konntest ihn als Maske auftragen, wie so eine Tonerde-Maske. Oder, wenn du ihn mit Wasser gemischt hast, hat der unglaublich schön aufgeschäumt. Großartiges Produkt, hat die Haut schön beruhigt, hat die Haut nicht gereizt. Das habe ich oft bei Tonerde, dass es die Haut zu sehr so ein bisschen austrocknet. Hier absolut wirklich gar nicht. Sehr, sehr gutes Produkt. Und da habe ich auch wieder mal bewusst gemerkt, wie gut so eine Tester sind, ne? Ich weiß, viele sind immer so ein bisschen Anti-Tester, aber wenn ich sowas gratis in der Bestellung mit dabei habe, dann freue ich mich, weil ich dabei die Produkte kennenlernen kann. Hier ist das La Roche-Posay Spray in Klein. Das hatte ich unterwegs. Brauche ich wieder jetzt für unterwegs. Muss ich mich ein bisschen sputen, weil ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich fliege ja in ein paar Tagen. Dann haben wir hier Garnier Skin Active. Auch das kommt aus meiner Reisetasche. Auch das kaufe ich immer wieder nach. Mittlerweile bin ich von dem Blauen gewechselt auf das Gelbe. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich würde aber auch wieder das Blaue kaufen. Nee, ich kann es euch genau sagen, weil es das Blaue nicht in Klein gibt. Deswegen habe ich das Gelbe. So. Ja, erfüllt seinen Zweck, wenn ich nicht halt alles mit dabei habe. Ne? Also Cosa X habe ich mir nachgekauft, großartiges Produkt. Seitdem ich das benutze, habe ich wirklich eine Veränderung in der Feuchtigkeit meiner Haut wahrnehmen können. Rein vom Gefühl her zumindest. Würde ich mir immer wieder nachkaufen, habe ich mir auch wieder nachgekauft. Man muss sich so ein bisschen an die Konsistenz gewöhnen. Es ist halt sehr, 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 sehr schleimig. Es zieht aber schön weg. Und die Haut sieht einfach plump aus. Die Haut sieht einfach voll aus und fühlt sich gut an, ohne Duft. Was ebenfalls sehr, sehr gut von Typology war, war das Cleansing Oil. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als der Cleansing Balm. Der emulgiert so ein bisschen, der hier nicht. Du hast ein reines Öl, 7 Ingredients sind da nur mit drin. Wir haben Mandelöl und so mit drin gehabt. Auch sehr, sehr gut. Das habe ich halt gerne auf Reisen mitgehabt, weil es 100 Milliliter hatte. Es konnte sehr, sehr flach in diese durchsichtigen Taschen fürs Flugzeug. Würde ich mir wieder nachkaufen. Ich glaube, ich habe das sogar als kleines Produkt im Adventskalender gehabt von Typology. Deswegen brauche ich es jetzt nicht nachkaufen, aber hat mir gut gefallen, weil es auch hier nicht gebrannt hat in den Augen. Es hat das Make-up sehr, sehr gut aufgelöst und die Haut fühlte sich danach sehr gut an. Etwas, was mich überrascht hat, war von La Vera Naturkosmetik Pflegedusche 2-in-1. Hat nicht so gut geschäumt, aber die Haut war nicht gereizt. Ne? Das habe ich oft bei diesen sehr, sehr günstigen Duschgelen von Balea und Isana, also diese 55 oder ich glaube 75 Cent kosten die mittlerweile Duschgele, die ja jede Woche in einem neuen Duft rauskommen. Die Haut ist danach einfach bei mir zumindest sehr gereizt. Hier hatte ich das nicht, dafür hat das absolut gar nicht geschäumt. Ein riesengroßer Flop ist das hier, leider. Auch hier Duft. Das ist die Magic Body Cream von Charlotte Tilbury. Unglaublich schöner Effekt der Haut. Die Haut wirkt weich, die wirkt so ein bisschen seidig. Fast so wie Satin, ne? Ganz, ganz frisch. Aber dieser Geruch, es ist nicht auszuhalten. Ich dachte, dass das abgelaufen ist oder dass da irgendwas passiert ist. Deswegen habe ich es nachgekauft für viel Geld. Habe ich jetzt meiner besten Freundin geschenkt. Wenn ihr euch mit Kochen auskennt, habt ihr schon mal Andalmanpfeffer gekauft? Testet. Ne? Das ist so ein sehr, sehr spannender Pfeffer, der auch so mit den Ästchen noch mitkommt und der riecht so zitrisch. Und dieses, also das ist vom Geruch 10.000 Mal schlimmer als das hier. Die Pflege, unglaublich. Tolles Gefühl, die Haut ist weich, die Haut ist plump. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es alles so ein bisschen weicher wird.
Aber der Geruch ist es unerträglich. Ich habe euch das schon mal gesagt. Ich musste das. Ich habe es aufgetragen und ich musste es abnehmen, weil ich nicht. Ich musste wieder duschen gehen. Ich habe es nicht ausgehalten. Es riecht. Du riechst wie so eine. Also, ich glaube, ihr merkt es an meiner Reaktion, an meiner Mimik, die neulich kritisiert wurde. Ich habe neulich. Das ist lustig, ne? Ich habe neulich einen Kommentar bekommen von einer Maus, dass sie es unmöglich findet, dass mein Gesicht sich so viel bewegt. Es wäre so fake. Dann habe ich geschaut in den Kommentaren, die sie vorher geschrieben hat, und ein halbes Jahr vorher hat sie geschrieben: Mich stört es, dass du keine Mimik hast. Ganz viel Mimik für dich. Nein, Spaß beiseite. Also, nee. Wirklich, dieser Geruch ist für mich unerträglich. Ich kann nicht mal diesen Pfeffer zum Kochen benutzen, obwohl der Geschmack so toll ist, weil ich diesen Duft einfach nicht aushalte. Als wäre ich wirklich allergisch. Jede Faser, das ist total verrückt, ne, dass so ein Produkt mich so wütend machen kann. Jede Faser meines Körpers lehnt das ab und ich kriege diesen Fluchtinstinkt sofort. Und das ist nur eine Bodylotion. Was mir dafür sehr, sehr gut gefallen hat, ist diese hier von Garnier. Die Body Superfood Körperpflege roch unglaublich gut. Ein tolles, pflegendes Gefühl. So ein bisschen ist auch noch was drin. Die ist jetzt aber ziemlich fest geworden. Riecht toll, pflegt toll. Es ist nicht so schmierig. Es ist nicht so rutschig gewesen. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt gerade eine offen von Caudalie, die ich sehr, sehr gerne benutze. Oder halt mittlerweile nehme ich gerne die Body Oils von Fenial. Wir haben noch drei Skincare-Produkte. Das hier kennt ihr mittlerweile schon. Das ist das überteuerste Produkt, was ich jemals kenne. Dafür eins der besten. Von Orveda. Ich habe mir ja danach, nachdem ich. Das ist jetzt die dritte Testergröße. Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Testergrößen drin waren. Es ist das Healing Sap. Auf Deutsch heißt es der heilende Saft oder Nektar. Klingt nicht so geil, aber der Effekt ist unglaublich. Aber es ist einfach zu teuer. Genauso wie das hier. Ich war neulich in Hamburg auf einer Veranstaltung von Melumé Skincare. Tolle Reihe. Tolles Team. Ich habe zwei neue Favoriten aus der Reihe, die ihr seht, wenn ich die aufgebraucht habe. Das war das Hydrating Serum 8HA, also acht verschiedene Hyaluronsäuregrößen und so. Wir hatten GMOD, wir hatten Allantoin, Panthenol. Tolles Produkt, vom Feeling her sehr, sehr frisch, aber steht nicht im Preis-Leistungs-Verhältnis meiner Meinung nach für ein Hyaluronsäureserum. Ich glaube, das liegt bei 75 Euro. Nee, also. Andere Produkte aus der Reihe, die sind zwar auch sehr teuer, aber da habe ich das Gefühl, kriege ich mehr für mein Geld. Ein Hyaluronsäureserum für 75 Euro. Für 75 Euro kann ich mit EasyJet nach La Roche-Posay fliegen und mich 4 Monate da in die Thermalquelle legen. Habe ich wahrscheinlich mehr Effekt. Und zu guter Letzt das hier, das ist das Slow Aging Serum von No Cosmetics. Ich glaube, war das Grüne? Nee, das war das andere. Das hat mir auch gut gefallen. Ja, No Cosmetics interessiert mich im Moment wirklich sehr. Ich habe viele Produkte jetzt gekauft von denen. Haben mir gut gefallen. Macht mir Freude. Und Freunde, wir haben wirklich hier einiges. Ach nee, hier, guck mal, hier ist noch ein Brow Freeze von Anastasia. Kennt ihr mittlerweile. Das war wirklich echt viel und vor allen Dingen viele, viele Flops, vor denen ich euch gerne bewahren würde. Ich bin sehr gespannt, welche Produkte ihr in diesem Monat oder in der letzten Zeit aufgebraucht habt, die euch vielleicht positiv überrascht haben oder die euch wirklich. Zu einer Reaktion wie von mir und dieser Creme gebracht haben. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wünsche euch den schönsten Tag. Passt auf euch auf. Fühlt euch geküsst. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.